Hallo Leute, da bin ich wieder. Und zwar erstmal schöne Grüße an meinen Schwiegersohn. Der meinte doch tatsächlich, dass ich mir einen Hut aufsetzen sollte, wenn ich ein YouTube-Video mache. Weiß zwar nicht warum, aber danke dafür. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar Vogelscheiße auf den Solarmodulen. Und ihr seht, eigentlich bin ich sehr zufrieden damit, hat funktioniert. Mache ich noch mal ein bisschen dichter gleich. Aber wie gesagt, hat funktioniert. Also ich bin begeistert. Auch manche, die dann eben gemeint haben, ja, öffentliche Gebäude und die haben Sonnenriesen und mit Stacheln. Ich meine, bei Starn bin ich manchmal versucht, Stachel anzubauen, ja. Warum? Weiß wohl jeder. Aber so erstmal, ich sag mal, ein 2 mm Draht scheint okay zu sein. Die wollen oder setzen sich dann halt nicht rauf, weil sie sich nicht festhalten können. Und untersetzen können sie sich natürlich auch nicht, weil der Draht halt im Weg ist. 1,6er würde wahrscheinlich auch gehen. Wenn nachher dicker wird, 3er Draht oder so, denke ich, da können sie sich dann schon festhalten und draufsetzen. Dann ist wieder alles ja, schlecht. Ne? Ja, hier am Rand haben sie wohl hingeschissen, weil hier der Draht nicht ist. Den werde ich noch ein bisschen umbiegen, dass der eben bis hier rüber geht, auf allen Ecken. Und dann bin ich zufrieden. Also hat hingehauen. Bin begeistert. Ja, ja, das war es dann auch schon. Ja, und vielen Dank, Schwiegersohn, für die Idee mit dem Hut. Ne? Ja, genau. So, das war es dann eigentlich schon. Ne? Ich gucke dann irgendwann bei der Auswertung, vielleicht nächsten Monat. Ne, heute ist ja auch noch, muss ich mal sehen, ob ich es noch schaffe, weil wir in Urlaub fahren morgen. Ja, dann auf jeden Fall gucken wir nächsten Monat auch nochmal, ob dann eben wirklich der ganze Monat und das dann immer so frei ist von Scheiße. Da werde ich dann nochmal ein kurzes Wort drüber verlieren und dann ist gut, denke ich. Ne? So, jetzt halte ich nochmal drauf, damit ihr das seht und ja, gucken wir mal. Danke, Schwiegersohn, da fliegt mein Hut. So, ja, wie ihr seht, ne, außen ein bisschen Vogelscheiße noch, ansonsten ist dieses Modul komplett sauber. Das andere, sag mal, sieht auch super aus. Das war ein kleiner Vogelschiss oder da vielleicht auch, aber ich denke mal, ja, den haben sie das Modul halt im Flug getroffen. Kann passieren, Vogel ist auch nur ein Mensch, ne. Ja, wie gesagt, außen werde ich es noch ein bisschen rüberbiegen, damit sie sich außen dann auch nicht hinsetzen. Und dann hake ich mal die Sache mit der ja, Vogelabwehr als erfolgreich ab. Erstmal. Genau. Na denn, ne? Falls man sich nicht mehr vorm Urlaub sieht, dann bis nach dem Urlaub.